So, was geht ab, YouTube? Wir gucken uns heute Charo trifft sich mit einem Sheikh. Ich küsse eure Herzen. Wir gehen da rein und gucken es uns an. In erster Linie, Dreddies. Wir sind hier live auf Twitch. Kommt gerne in meinen Twitch-Kanal. Also ich rede nur für mich, Dreddies, okay? Mir ist egal, welche Religion du hast, Bruder. Ob du Jude bist, Buddhist, Jeside, Christ, Atheist, Mathebist, Rapper, was auch immer. Verstehst du so, Cousin? Ich sehe mich selber als Muslim, Bruder. Ich respektiere jede andere Religion und ich möchte, dass man meine Religion ebenfalls respektiert. Und Glauben ist immer so eine sehr intime Sache, Bruder. Ja? Weil du willst, du verletzt, du kannst damit andere Le Menschen schnell verletzen, wenn du den Leuten das Gefühl gibst, dass du die nicht wirklich ernst nimmst. So, weißt du? Und das möchte ich hier heute vermeiden, lieber Twitch-Chat. Und liebes YouTube-Kommentarfeld, Ding, Kacke, benimmt euch angemessen und das wäre super, Adrelis. Warte, wir gehen rein, bleibt alle respektvoll miteinander, ich küsse eure Augen und wir sind drinnen, kommt gerne auf dem Twitch-Kanal, Adrelis, ja? Neuen Format. Wir treffen Menschen aus den Rändern der Gesellschaft und gehen dabei ins Extreme. Während sich unsere Gesellschaft immer weiter spaltet, machen wir uns auf die Suche nach dem Warum. Bei meinem letzten Treffen habe ich einen bekennenden Neonazi getroffen. Dieses Video findet ihr hier oben. Viele unserer Zuschauer Darauf habe ich auch reagiert, findet ihr auch auf meinem Kanal. Haben sich einen religiösen Extremisten gewünscht. Deshalb treffe ich heute Ibrahim El-Azazi. Er wird von den Medien als Hassprediger betitelt. Wir wollen heute herausfinden, Okay. warum er seine Ansichten mit Zehntausenden Ich kenne ihn, ich kenne den Bruder. Zuschauer auf TikTok teilt und damit Hass und Missgunst, vor allem in der muslimischen Community, verbreitet. Bleibt dran. Darf ich Christen als Freunde haben? Als nahen, richtigen Freund nehmen, das ist dann nicht erlaubt. Also von Pierre Vogel grenze ich mich sicher nicht ab. Und ich sehe den auch nicht als extremistisch oder irgendwie als gefährlich oder verfassungswidrig oder sonst irgendwas. Verfassungsschutz nehme ich so. Die Grafik geht leider nicht besser, Drellist, weil das ein Re-Upload ist. Und das ist das Maximum an Grafik, wie wir uns das Video reinziehen können. Wieso nicht für voll? Im Altersheim arbeiten sollte weder ein Mann noch eine Frau. Diese Person, die irgendwelche Musik gemacht hat und verbreitet hat oder ähnliches, die wird für jeden zur Rechenschaft gezogen, der diese Musik hört. Ja, was der Staat hier sagt, ist mir aber egal. So, wir befinden uns jetzt hier in Gelsenkirchen an Nur-Moschee. Hier treffen wir Ibrahim El-Azizi. Es Okay. ist Freitags. Freitags wird als Freitagsgebet gebetet bei den Moslems. Ja, er betet gerade. Und hier holen wir den. Also in erster Linie, ich kenne ihn auch. Ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch. Ich habe jetzt nicht alles von ihm verfolgt und was der Bruder macht. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, finde ich eigentlich sympathisch, ja? Wa alaikum salam. Jumma Geht's alles Mubarak. gut? Alhamdulillah. Bei dir? Wa alaikum salam. Wie geht's? Alles gut? Alles klar? Hey. Scheich, wollen wir einmal hier zur Seite? Ja? Betest du hier oder bist du Imam? Na, hier bin ich nicht Imam, nein. Hier habe ich nur so gebetet. Hier hast du nur so gebetet. Mashallah, sehr schön. Und der Imam. Man hat. Charo hat Attest gehabt für Freitagsgebet, oder wie? Imam, macht der TikToks? Nein. Nein, bist du der Einzige? Hier in dieser Moschee oder was? Überhaupt so, der TikTok war? Ja, es gibt schon ein paar, die auch so. Ah, krass. Also, Dreis, Wallah, ich guck's auch gerade zum ersten Mal. Der wirkt voll zurückhaltend. Guck mal, merkt ihr, wie er sich schämt? Kennst du das? Guck mal, ihr seht das gar nicht wegen meiner Kamera. Guck mal, wie er seinen Daumen in dieses Ding drin hat. Wie damals in Grundschule, wenn du auf cool machen willst, ja? Sehr kalt. Ich würde vorschlagen, wir gehen was essen. Schauen. Ja? Jetzt gleich, wo wir reingehen, da gibt es keine Geschlechtertrennung. Ich hoffe, es ist kein Problem für dich. Ah, boah, was machst du da, Alter? Ja, aber könnte sein, dass welche Frauen mit dem Raum reinkommen. Meint ihr das ernst? Haben Sie das gerade mitbekommen, was Charo Ihnen gesagt hat? Das meint er nicht ernst. Ich hoffe, es ist kein Problem für dich. Der sagt zu ihm, wir gehen jetzt in ein Restaurant und dort gibt es keine Geschlechtertrennung. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und dann sagt er zu ihm, ja, aber da sitzt doch keine Frau an unserem Tisch, oder? Hä? Ja. Das ist, ich bin so ein bisschen irritiert, weißt du?
ich würde jetzt noch nicht sagen, das ist respektlos, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen irritierend. Weißt du? Keine Ahnung. Könnte sein, dass welche Frauen mit dem Raum reinkommen. Wir können dich schlecht rausschicken. Kannst du nicht vermeiden, ja? Nee, das geht nicht. Außer du bist so bekannt, dass die für dich VIP-Bereich machen. Nein. Ich bleibe immer mit allen gleich. Ja? Delarue Ennismann, Schatz, Dankeschön für den 14. und Encon, Dankeschön für den 16. meine wunderschönen. Grüß mal bitte Mohammed, Yestin und Darren, aber Darren bitte richtig aussprechen. Delarue Ennis, der Darren, Yestin und Mohammed, Masha'Allah auf die. Ich küsse dein Auge. Flaschensammler, ich glaube, Charo wollte bewusst provozieren, kommt dadurch aber leider unsympathisch rüber. Zusätzlich hat er sich leider überhaupt nicht gut vorbereitet und hat was dem Islam angeht, nur Basiswissen. Also ich weiß gar nicht, du musst erstmal gucken, was die Intention von diesem Format. Trifft er sich, um Leute zu fronten? Oder trifft er sich, um einfach diese Leute mal zu interviewen und zu fragen, wie die Leute so drauf sind? Weißt du, wie er ist mit dem Nazi? Da hat er auch eher nur zugehört, anstatt gegen zu argumentieren, Bruder, sondern... Wenn so Aussagen gefallen sind, wie jetzt gegenüber Tristan und so, hat er eher zugehört, anstatt gegen zu argumentieren. Bei der Veganerin hat er schon aktiver gegen argumentiert so. Und ich bin jetzt gespannt, weil eigentlich sehe ich hier zwei Leute, zwei Männer mit dem gleichen Glauben. Ich weiß gar nicht, wie man da gegen argumentieren kann. Weißt du, ich bin gespannt. Ich habe Video noch nicht geguckt. Ich sage meine ehrliche und offene Meinung. Ich respektiere aber jede andere Meinung genauso, Bruder. Meine Meinung ist nur meine Meinung und jede andere Meinung ist genauso viel wert wie meine Meinung. Ich küsse eure Herzen und wir gucken weiter, ja? Ja, ist mir lieber. Ich will keine extra Suppe haben. Boah, aber das Essen sieht lecker aus, ja? Bismillah. Boah, das Essen sieht sehr lecker aus. Bevor wir mit dem eigentlichen Gespräch anfangen, würde ich erstmal gerne wissen, wie alt bist du, wo bist du geboren? Mittlerweile lebst du hier in Gelsenkirchen? Richtig, ja. Mhm. Also eigentlich private Fragen beantworte ich nicht so, aber ich bin in München geboren, ja, und jetzt bin ich hier in Gelsenkirchen, aber vielleicht komme ich bald nach Essen, ja. Mhm. Also viele gute Leute hier sind in Essen, die ich kenne. Ja. Wie alt bist du? Ende 20. Ende 20. Ich schätze ihn auf 28. Ich sag, er ist genauso alt wie ich. Genau, ja. Sheikh Brahim, wie bist du zu diesem Titel gekommen? Wallah, hauptsächlich die Leute geben diesen Titel als Respekt, also eine Respektsperson. Quali geht nicht. Und diesen Respekt habe ich sozusagen von diesen Leuten bekommen, weil ich denen ihr Lehrer bin. Verstehst du, ich meine, durch Vorträge, durch Freitagspredigten, durch Unterrichte, die ich in kleinen Gruppen oder großen Gruppen halte, durch die Fragen, die ich beantworte und so weiter, verstehst du? Deswegen haben die mich halt so genannt, weißt du, ich meine. Auch das kennst du ja zum Beispiel, der Sheikh der Moschee ist der Imam der Moschee. Das ist halt von Ort zu Ort unterschiedlich. Aber in der arabischen Welt, vor allem in der arabisch-muslimischen Welt, Sheikh darf man sich ja nicht so einfach so nennen. Man müsste ja dafür eine Ijaza haben oder ein Theologiestudium in Ägypten oder in Medina. Hast du irgendwas Theologisches studiert? Ja, 10 Jahre in Ägypten. Oh, 10 was? Jahre in Ägypten. Heftig, das wusste ich gar nicht. Krass. Dokumente, die aus... Dokumente haben wir nicht, weil wir haben nicht an der Universität gelernt, sondern bei den... Gelehrten bei den Schülern. Mhm. Weißt du? Ja, also nicht an der Uni, sondern. Nee, nicht an der Universität. Hast du noch eine andere Ausbildung, eine weltliche Ausbildung, eine westliche Ausbildung? Also zum Beispiel einen erlernten Beruf. Eine weltliche Ausbildung? Das ist Charo, Alter. Ja. Eine weltliche Ausbildung. Auf dem Gymnasium, aber das war's auch. Ja? Ja. Keine aber, weitere aber Ausbildung. Aber bei einem Gymnasium zählt was, du weißt. Ich weiß nicht so. Ja. Aber sonst keine Ausbildung? Nee, keine Ausbildung. Mhm. Ich bin dann nach Ägypten gegangen, ich habe auch 10 Jahre... Ich weiß, dass er danach westliche gesagt hat. Er hat nur versprochen und hat weltliche gesagt. Dann hat er westliche gesagt. Ich habe in Ägypten gewohnt, weißt du? Mhm. In Deutschland gibt es ca. 28.000 extremistische Moslems. Oh mein Gott, Digga. Hat er den jetzt einfach so unter die Nase gehauen? Ich bin jetzt gespannt. Bist du einer davon? Definiere extremistische Moslems. Ein extremer Moslem, der zum Beispiel in seiner Religion übertreibt.
Okay, was heißt für dich übertreiben? Beten fünfmal am Tag? Nee, das nicht, aber zum Beispiel Gewaltausübung im Namen der Religion. Ja, okay, Gewaltausübung, dann unterscheidet mich das davon, dass ich keine Gewalt ausübe im Namen der Religion. Mhm. Wenn das für dich die Definition ist. Also ich meine, wenn das aber für dich die Definition ja nicht nur, ist. Guck mal, es ist ja nicht nur die körperliche Gewalt, es gibt ja auch eine psychische Gewalt. Und ich beobachte ja dein Content oft und genau, und du stellst gerne Menschen immer an den Pranger, indem du mit dem Finger auf sie zeigst. Beispielsweise? Ist also deine Videos sprechen ja für sich. Ja, zum Beispiel, es ist haram, bei Aldi zu arbeiten. Okay, und welchen Menschen habe ich jetzt an den Pranger gestellt? Das ist doch ein allgemeines Urteil. Jemand fragt mich, ist das erlaubt? Ich sage, ja, das aber ist die nicht Leute, erlaubt. All die Leute, die jetzt, all die muslimischen Leute, die jetzt dir zugucken, ja, und du sagst, bei all die Arbeiten ist haram, ja, die fangen ja sich an, sich da Fragen zu stellen. Und du baust ja irgendwo ja einen Druck auf. Du bist Muslim, oder? Alhamdulillah. Du glaubst an das, was der Prophet gesagt hat, oder nicht? Absolut. Wenn der Prophet gesagt hat, derjenige ist verflucht, der diesen Alkohol trägt, der den Alkohol verkauft, der den Alkohol presst, der den Alkohol trinkt, wie kannst du dann diese Sache ablehnen, wenn du weißt, der Prophet hat das gesagt? Okay, guck mal, du warst ja am Wochenende bei dem Vortrag in Essen. Richtig, ja. Ne? Also am Wochenende gab es hier in Essen einen Vortrag, es kam ein großer gelehrter Scheich. Und man hat am Ende Fragen gestellt, wie sollte man am besten hier leben? Ja. Und dieser Mann hat ja wirklich Theologie studiert und das über mehrere Jahre. Und der hat gesagt, lebt so, wie es am besten deine Gäste von dir erwarten, aber vergiss deine Religion dabei nicht. Da war es, hast du ja selber zugehört. Okay, also dass er das so gesagt hat. Hast du die deutsche Übersetzung gehört oder das arabische? Die deutsche Übersetzung. Ich habe gehört, die war ziemlich... lückenhaft. Okay. Also was hast du dann verstanden? Also er hat gesagt, natürlich man soll sich gut benehmen, das ist ja klar. Mhm. Aber das Wichtigste ist, dass man an seiner Religion festhält. Weil absolut. Allah sagt im Koran, da sind Leute am jüngsten Tag, die sagen, wir konnten nicht das machen, wir konnten nicht jenes machen. Dann fragt Allah sie, war meine Welt nicht groß genug, dass ihr auswandern könnt? Wenn ihr hier Ausreden habt, ja, ich musste das machen, ich musste jenes machen. Entweder du kannst deine Religion hier praktizieren oder du musst halt gehen. Deswegen, ich sag dir nicht, du musst gehen. Wenn du sagst, nein, ich kann hier meine Gebete machen, ich kann Allah fürchten, dann bleibst du da. Aber wenn du das nicht kannst, dann musst du halt gehen. Verstehst du, wie ich meine? So wie die Leute sagen, dann soll er zurück dahin gehen, wo er herkommt. Du stehst ja im öffentlichen Raum. Ja, richtig. Und du hast... Okay, sehr interessant bis jetzt, Reddy, sehr interessant. Ja, ich habe natürlich auch meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Und ja, so. Also bis jetzt so ein bisschen... Ja, Dredis. Das ist ja eine Wirkung auf viele junge Menschen. Ich sehe auch den Schirch bis jetzt im Recht, Bruder. Ich sehe jetzt nicht irgendeinen Punkt, wo er was Falsches gesagt hat oder sonst was. Und ich... Verstehe nicht. Also guck mal, das ist immer halt ein bisschen schwer. Es gibt Extremisten, die gibt es überall, Bruder. Aber wie kannst du jemanden sagen, hey, du bist ein Extremist? So, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen verletzend. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Und wir haben in dieser Doku bei Y-Kollektiv ja gesehen. Und so gerade so als erste Frage, keine Ahnung, ja. Dass ein junger Mann... seine Bäckerei-Ausbildung abbricht, weil er überwiegend mit deinem Content in Berührung kam. Und wow, sagt, das Digga, ist nichts das hast für du mich. Gemacht. Findest du nicht, dass dieser junge Mann sich gesellschaftlich ins Abseits stellt? Hätte er nicht. Also, Charo will jetzt auf die Thematik aus: jemand, der Ibrahim seinen Content verfolgt, hat jetzt aufgrund dessen eine Ausbildung bei der Bäckerei abgebrochen. Und dafür will er ihn jetzt verantwortlich machen. Weiterhin seine Ausbildung führen können und weiterhin seine Religion auch praktizieren können.
Also der Junge hat mich ja nicht gefragt, ob er abbrechen soll oder nicht. Ja, aber das ist das, was ich dir ja versuchen will, ja nahezulegen. Ich lasse dich auch ausreden, Bruder. Ja, absolut. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich sehe nichts Verwerfliches daran, in der Bäckerei zu arbeiten. Ich wollte sogar selber eine aufmachen, hier im Ruhrgebiet. Also warum er das gemacht hat, das ist seine persönliche Entscheidung. Weißt du, ich meine, er hat mich nicht gefragt, soll ich Bäckereiausbildung abbrechen oder nicht. Mhm. Also ich meine, ich kann ja auch nicht sagen, ja, einer schaut deine Videos, wie du immer schönes Essen isst und deswegen tut er sich jetzt Fastfood geben und ist jetzt übergewichtig geworden. Verstehst du, ich meine, das ist ja kein Argument. Die Gefahr besteht auch bei meiner Community. Ja, aber da kannst du ja nichts dafür, weißt du. Ich ja oft eine Triggerwarnung raus, die soll... Aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Wenn jemand Ibrahim seinen Content verfolgt und dann eine Ausbildung zum Bäcker abbricht, was hat das denn für einen Zusammenhang? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das ist doch nicht irgendwie verwerflich, in der Bäckerei zu arbeiten. Sollen sich das ja nicht abends anschauen. Und ja, auch wenn ich... guck mal, Ibrahim sagt zu Jaro, was, wenn jemand deine Videos guckt und sich dann Fastfood reinschmeißt? Dann sagt Jaro, ja, die sollen sich halt meinen Content nicht abends anschauen. Baba, alle, Digga, Argument in Schwitzkasten genommen, Cousin. Jetzt, guck mal, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, was du da gerade hast. Auch wenn ich Burger und Junkfood esse, stark, ist immer noch so meine Hauptnachricht eine ganz andere. Weißt du, wie ich meine? So, dennoch einen gesunden Lifestyle. Stark. Und ich bin mir sicher, dass in dir irgendwo auch ein guter Kern steckt und dass du ja auch gute Absichten hast. Ich finde nur manchmal die Art und Weise, wie du was rüberbringst, nicht korrekt. Beispiel? Also was meinst du? Deine Videos sprechen für sich. Das zeugt ja sehr viel Hass in der muslimischen Community, in der ganzen muslimischen Community. Guck mal, du hast gerade selber gesagt, du hast den Scheich von deiner Community bekommen. Ja, du hast selber gerade gesagt, du hast deinen Scheich-Titel von der Community bekommen. Okay, mal, mein Bruder, ich küsse dein Auge. Vielen, vielen Dank. Mich an ihm nervt ist, dass er Fatwas auf TikTok gibt ohne Quellen, aber was Charo hier macht, ist absolut peinlich, obwohl er sehr sympathisch ist. Ja, Bruder, ich weiß es nicht, sag's dir ehrlich so. Keine Ahnung, ja. Dann bist du im öffentlichen... Es wirkt für mich so ein bisschen, als ob Charo kritisiert worden ist für sein letztes Video mit dem Neonazi. Er wurde dafür kritisiert, dass er dem Neonazi nicht so Kontras gegeben hat, weißt du, nicht so dagegen angekämpft hat, Kommentare gebracht hat gegen diesen Neonazi. Und er wurde dafür kritisiert und er hat sich gedacht, okay, jetzt, ich habe das nächste Interview, es war ein Glaubensbruder von mir, aber den werde ich kritisieren. Egal, wo ich irgendwas finde, der eine Typ hat doch wegen dir seine Bäckereiausbildung abgebrochen. Weißt du so? So wirkt es auf mich ein bisschen. Internet? Oder zeigst mit dem Finger auf andere und sagst, das ist Kuffar. Kuffar bedeutet ungläubig. Und sowas Mächtiges, sich herauszunehmen und zu erlauben, sich zu nehmen, daran zu bedienen und andere Menschen darauf als ungläubig abzustempeln, ist ein No-Go. Aus meiner Sicht. Okay, darf ich? Ja, bitte. Du sagst, das ist aus deiner Sicht ein No-Go, ja? Mhm. Aber hast du Theologie studiert oder sagst du das als Autonormalperson? Nein. Guck mal, im religiösen Kontext bin ich nicht dazu qualifiziert, mit dir auf dieser Ebene zu reden, im religiösen Kontext. Ja, aber dann kannst du ihn doch nicht darauf ansprechen, Bruder. Dann kannst du ihn doch nicht sagen, ja, also ich finde das nicht in Ordnung, dass man in den religiösen Kontext, ich weiß jetzt nicht, an was Charo glaubt, so, weißt du, aber das ist halt so, Bruder, ich will mich gar nicht weit aus dem Fenster, ich sag einfach eigentlich gar nichts so großartig dazu, aber wenn du doch gar nicht in dieser Materie bist, dann lass doch die Leute, die sich, dann hätte er sich ein bisschen mehr informieren müssen oder hätte jemanden holen müssen, der vielleicht die Theologie in Islam studiert hätte, dann hätte er mit ihm diskutieren können, aber er so als, keine Ahnung. Charo ist auch Muslim, okay. Im Gesetz. Aber ihm fehlt ja dieses Basiswissen. Deswegen bin ich gerade hier. Wenn man im Internet Videos hochmacht, hat das eine Reichweite, dann kommt dann Echo wieder zurück. Und bei dir das Echo, was ich beobachte, ist für mich erschreckend.
Wenn ich sehe, ein junger Mann, der wirklich seine Ausbildung abbricht, ja, und das ist eine Bäckerausbildung, weil er dann... Sammy, sei doch mal direkter, nimm ihn nicht in Schutz, weil er befreundet ist. Bruder, ich bin halt, das, ich, guck mal, die Sache ist, du bist bestimmt noch ein Kind, verstehst du? Ich habe das Video noch nicht gesehen. Weißt du, ich will niemanden in Schutz nehmen oder niemanden bloßstellen, sondern ich guck erstmal ein bisschen, ich mache mir mein eigenes Bild, meine eigenen Gedanken und dann sage ich, was ich dazu denke, Bruder. Ja? Ich nehme Charo nicht in Schutz und ich nehme auch den Ibrahim nicht in Schutz. So. Ja? Ich bin auch nicht so mit Charo befreundet, wie man denkt. Ich und Charo, wir haben ein-, zweimal geschrieben, aber wir sind jetzt keine Freunde. So. Weißt du, Dreddies? Ich bin 100% ehrlich. Selbst wenn wir Freunde wären und er in meinen Augen jetzt in diesem Moment falsch reagiert hätte, dann könnte ich sagen, Bruder, du hast in diesem Moment falsch reagiert. Dann hätte ich ihm das auch schon privat gesagt, dass er falsch reagiert hat. Aber ich habe das Video noch gar nicht gesehen. Gib mir doch kurz die Chance, überhaupt zu checken, was hier gerade abging. Weil, also ich kann euch ganz ehrlich, ihr wisst, Walla, soll ich ehrlich sein? Ich sehe jetzt gerade die ersten 11 Minuten, die ich gesehen habe. Ich sehe zwei Muslime, die an einem Tisch sitzen und ein Muslim versucht, den anderen Muslim schlecht darzustellen. Einen auf, du bist radikal, warum bist du radikal? Warum bist du so? Warum hast du eigentlich 10 Jahre Theologie studiert? Warum? Das sehe ich gerade, die ersten 11 Minuten. Das ist mein erster Eindruck. So, lass mich gerne weiter gucken, vielleicht bilde ich mich weiter, vielleicht dreht sich das Ganze noch, vielleicht sagt auch Ibrahim Sachen, wo ich sage, nee, da, die sehe ich nicht so. Weißt du, lass mich doch erstmal gucken, Bruderherz. Ich küsse eure Augen. Videos, Gehörschenk, ist für mich erschreckend. Okay, also ich habe die Dokumentation gesehen. Ich habe jetzt nicht so gehört, dass er das so gesagt hat. Mhm. Wenn er das so gesagt hat, kann sein, aber ich habe damit nichts zu tun. Weißt du, wie ich meine? Und die andere Sache, du wirst jetzt kein Video von mir finden im Internet von den 20.000 Videos, wo ich sage, der und der ist Käfer oder der und der ist Käfer. Die hast du ganz klar als Korban bezeichnet. Erstmal, das ist keine spezifische Person, sondern eine allgemeine Religion. Warum sagen wir, die Ahmadiyya sind keine Muslime? Mhm. Es gibt ja für Muslime ein paar Grundregeln. Also die Ahmadiyya ist eine islamische Gemeinschaft, die 1880 in britischen Indien gegründet wurde. Sie selbst sehen sich dem Islam zugehörig, was viele andere Muslime ablehnen. Ja, ein paar Säulen, die der Muslim haben muss, an die er glauben muss. Mhm. Eine davon ist, dass sie sagen, der letzte Prophet ist wer? Mohammed. Okay? Ja. Wenn jemand sagt, Mohammed ist nicht der letzte Prophet, dann bezichtigt er den Koran der Lüge. Dann entweder der ist ein Lügner oder der Koran ist ein Lügner. Aber du, mein lieber Ibrahim, du bist ja nicht in der Lage, darüber befugt, über die zu urteilen. Vor allem nicht im öffentlichen Raum. Habe ich nicht gemacht. Weil jeder Moslem, guck mal, jeder Moslem, wenn ich jetzt falsch rede, da kannst du mich gerne korrigieren. Jeder rechtfertigt sich ja für sich alleine vor Gott. Gut. Richtig oder falsch? Richtig. Und wenn jetzt mein Nachbar, der Ahmadiyya ist, und sagt, ich bin Muslim, und ich sehe, er betet 5-mal am Tag, dann kann ich den nicht vorurteilen. Okay, schön. Er muss sich zwar für sich selber rechtfertigen vor Allah, richtig, aber in der Dunya muss ihn ja jemand warnen. Sonst können wir auch sagen, ja, der Christ, ja, wir lassen ihn einfach sein, was er möchte. Ich sage ja nicht, greift die Ahmadiyya an, schneidet den Kopf aber und was warum, auch immer. Warum nimmst du dir das Recht heraus, wenn du auch nicht mal wirklich studiert hast, ja, und entschachtet den nicht hast? Du Scheiße, Digga. Warum nimmst du dir das heraus und urteilst du dann oder warnst du dann so die Menschen? Erstmal, warum nimmst du dir raus? Warum nimmst du dir raus zu sagen, ich habe nicht richtig studiert? Also, stell dir mal, du studierst so 10 Jahre, du studierst so 10 Jahre, Bruder, in irgendeinem Dorf in Ägypten, und du denkst dir, alle, Bruder, wäre ich doch nur an Uni gegangen. Hier, Bruder, wir müssen morgen Steine frühstücken, gell? Richtig auf 10 Jahre studieren, Bruder. Dann kommst du, Bruder, nach NRW, Bruder, und dann sitzt du mit so einem Charo-Cousin und er sagt so, ey, du hast gar nicht richtig studiert, Digga. Du bist eigentlich voll der Depp, Digga, du hast nie richtig studiert, Digga. Boah, das ist heftig, ja, das ist heftig. Du, hast du ja gerade selber gesagt. Hab ich das so gesagt? Du hast gesagt? Nein, oder? Du hast gesagt? Nicht an der Universität. Natürlich, also Bruder, ich sag dir ehrlich, gerade bei so Themen, so wenn du in einem... Was ich sage jetzt, Dorfstudium in Anführungszeichen oder bei Leuten,
die in Gemeinschaften leben oder sonst was, wenn du da studierst, das ist oftmals vielleicht sogar besser als in der Uni, ja? In der Uni, das ist oftmals besser, man weiß es halt nicht, weißt du so? Nicht an der Universität, sondern 10 Jahre irgendwo in Ägypten. Aber es geht ja auch gar nicht darum, es geht eigentlich darum, dass die Aussage, dass er nicht richtig studiert habe, ein bisschen respektlos ist, weißt du? Ob das Studium jetzt gut ist oder nicht gut ist, richtig ist oder nicht richtig ist, es ist trotzdem respektlos gegenüber einem Menschen, sowas zu sagen. Das ist das. Daraus verstehe ich, in irgendeinem Hinterhof. Nee, das hast du wohl nicht verstanden. Mein Gott. Ja, ich sag daraus, was ich verstehe. Okay. Aber auch wenn du jetzt 10 Jahre studiert hast, dann musst du ja irgendwas... Ach du Scheiße. Also wenn jemand in Privatschule ist, der hat einen Privatlehrer, weißt du? Der kommt jeden Tag zu dir nach Hause, Privatlehrer. Und der sagt zu dir, aber ich war nie in der Schule. Dein Bruder, ach du Amenesikim, alle. Du hast irgendwo in einem Bauernhof, warst du denn? Krank, alle. Krass, krass. Heftig. Bruder, nice. Dokumente bekommen. Wenn man das. Keine Dokumente bekommt. Wallah, ja. Das hat einer gerade im Chat geschrieben. Digga, so eine Geduld hätte ich auch gerne, Digga. Hätte ich so eine Geduld, ich wäre schon Präsident, ja? Guck mal, der chillt einfach. Kommt. Guck mal, wenn ich jetzt 10 Jahre lang an Auto schraube, habe ich keinen Meisterbrief. Dann kann ich hier keine Kfz-Werkstatt aufmachen, weil ich ja keinen Meisterbrief habe. Auch wenn ich sage, ich habe 20 Jahre an Autos geschraubt. Und ich kann das. Sagen Sie mir, nee, du brauchst den Meisterbrief. Ja, was der Staat hier sagt, ist mir aber egal. Wenn du gut schrauben kannst, besser als der Meister, so und so, dann bringe ich mein Auto zu dir, weil du Erfahrung hast. Ich ziehe meine Aussage hier zurück. Ich habe gar nichts gesagt zu dem Thema. Frag irgendjemand, der 20 Jahre studiert hat, frag irgendjemand, der sich mit Theologie beschäftigt hat, sag, hier ist eine Gruppe, die heißen Ahmadiyya, so und so und so und so, sagen die, sind das Muslime oder nicht? Und das ist ja keine Beleidigung. Mann, genau, ich würde mir wünschen, wenn du sowas auch mal im Internet sagst, so. Ich bin gerade nicht dazu befugt, Leute, diese religiösen, tiefgründigen Fragen zu beantworten. Ich würde es mir wünschen, wenn ihr in die Moschee geht. Das habe ich aber nicht gesagt. Ich war selber jahrelang Imam in der Moschee. Du? Ich, ja. Ja. In Ägypten und in Deutschland auch. Okay? Krass. Deswegen, das ist ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, nehmen wir an, ich habe überhaupt keine Ahnung. Dann ist das nicht meine Aussage, sondern von jedem Mufti auf der Welt. Jeden Muslim, der 5-mal betet, der ein bisschen seine Religion kennt, wird er das Gleiche sagen. Verstehst du, das ist nicht meine Aussage alleine. Was unterscheidet dein Islam von den ganzen anderen Islam oder von den 4 Millionen Menschen, die hier leben? Schau mal, es gibt nur einen Islam. Der Islam ist klar, wie der Prophet Al-Salaam gesagt hat. Er hat uns auf einem weißen Blatt hinterlassen. Und er hat auch gesagt, sorry, Dredis, Walla, sorry, Bruder. Sorry, ich musste nur gerade lachen wegen der Frage von Jaro. Was unterscheidet dein Islam von den 4 oder wie viele Millionen Menschen, die hier leben? Der denkt einfach, Islam, ja, mein Islam hat Felgen, Bruder. Ja, nein, Bruder, bei meinem Islam, Bruder. Und der Ibrahim, der so ganz, Bruder, es gibt nur einen Islam, Bruder. Das ist heftig, Digga. Das ist heftig. Ich muss, sorry, Digga, Allah, ich hab Tränen sind mir gekommen. Amenistikim, ja. Schaut, was er gesagt hat. Er hat uns auf einem weißen Blatt hinterlassen. Wie der Prophet. Schau mal, es gibt nur einen Islam. Der Islam ist klar, wie der Prophet a.s. gesagt hat. Er hat uns auf einem weißen Blatt hinterlassen. Und er hat auch gesagt, es gibt einen Weg, einen geraden Weg. Und es gibt hier Ausfahrt rechts, Ausfahrt links, wo die Shayatin einen hinrufen sozusagen. Der Islam ist klar, dass manche es mehr praktizieren oder weniger praktizieren, das ist wieder was anderes. Verstehst du, was ich meine? Wenn es klar, dass manche es... Shaitan, so wird im Islam der höchste Teufel genannt. Boah, Bruder. Mehr praktizieren oder weniger praktizieren, das ist wieder was anderes. Verstehst du, was ich meine? Wenn der höchste Teufel ist hart. Wenn jetzt einer sagt, ich bin Muslim. Ich meine, Iblis, ja, ist ein bisschen verwirrend gewesen. Es gibt Shayatin, das sind so die Nachkommen von Iblis. Und Iblis ist aber auch die Definition, der höchste Teufel, weiß ich nicht, Bruder.
Weiß ich nicht, Bruder, ja. Aber ich bete nicht. Okay, dann heißt es nicht, dass nicht beten richtig ist. Okay, er ist Muslim, er betet nicht, das ist seine persönliche Sache. Eine Frau beispielsweise sagt, ich trage kein Hijab. Ich weiß nicht, ob deine Frau trägt oder nicht, weil das ist deine Sache. Aber eine Frau sagt, ich bin Muslima, ich bete beispielsweise, aber ich trage kein Hijab. Ist ihre Sache. Aber stellst du solche Frauen nicht auch an den Pranger? Was heißt an den Pranger? Ich sag, im Koran hat Allah es verpflichtend gemacht, Hijab zu tragen. Du nennst jetzt vielleicht nicht diese Frau beim Namen, aber in deinen Videos, die Frauen, die sich ja nicht mit Kopftuch bedecken, stellst du ja irgendwo an den Pranger. Und da kommen wir ja wieder zur psychischen Gewalt. Was heißt an den Pranger? Schau mal. Du sagst mir jetzt, Leute, Junkfood ist gesundheitsschädlich. Nee, ja. Ist gesundheitsschädlich. Mhm. Mhm. Dann kommt der von McDonald's und sagt, ja, der macht meinen Laden kaputt. Der macht mein Business kaputt. Du sagst einfach die Wahrheit, oder? Es gibt aber auch viele Hadithe, wo auch gesagt wird, ich soll nicht über andere urteilen und bei mir bleiben. Okay, was heißt über andere urteilen? Über andere urteilen, ich sage, Ahmed geht in die Hölle. Das sagen wir nicht. Wir sagen, Allah sagt, Ahmed muss beten. Punkt. Mhm. Ob Ahmed spezifisch in die Hölle geht oder nicht, das weiß nur Allah. Richtig. Verstehst aber du? Das bringst du ja so gerade, wie du jetzt gerade so mit mir redest, bringst du ja in deinen Videos ja nicht klar rüber. Also ich glaube, wie gesagt, du kannst mir jetzt gerne irgendein Video zeigen, wo ich über eine Person spezifisch gesprochen habe. Nein, du nennst keine Person beim Namen. Punkt. Das ist ja auch die Sache. Hey. Aber ich kann sagen, du urteilst dennoch über Menschen. Ich urteile über Taten. Mhm. Wenn ich sage, der Prophet hat gesagt, dass die Frau, die angezogen, aber trotzdem nackt ist, also nicht richtig bedeckt ist, sie geht nicht ins Paradies und sie wird nicht aber den Geruch... Moment, der Prophet sagt Zabran. Auch, ich soll meine Blicke senken. Ich weiß ausreden? Nicht, was die Frau anhat. Darf ich ausreden? Die wird nicht ins Paradies gehen und das Paradies nicht riechen. Mhm. Glaubst du daran, was der Prophet natürlich sagt? Natürlich glaube ich daran. Punkt. Hast du jetzt die Aisha, Hafsa, wer auch immer, diese Frau an den Pranger gestellt? Du sagst nur, der Prophet sagt so und so. Punkt. Tamam. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist die Sache. Wir sollen unsere Blicke senken, das steht im Koran. Aber ich sage ja nicht hier, habt ihr gesehen, diese und diese Frau auf TikTok, die zieht das und das an. Nein, das machst du nicht. Ja nicht da gibt es andere Experten. Sondern, ja, das ist deren Sache. Jeder ist für sich selber verantwortlich, wie du gesagt hast. Ich stelle ja keinen an den Pranger. Ich habe noch nie irgendjemand genommen und den blamiert oder den schlecht dargestellt. Nicht mal dieses Mädchen von der Dokumentation. Warte. Ja, bitte schön. Warte. Was war mit diesem einen TikToker? Warst du nicht das bei Die Story kenne ich. Vor die Tür zu Hause und hast dein Namensschild, dein Kinderschild. Laufendes Verfahren. Nach einem Streit mit dem TikToker Younes Bertelsmann hat Ibrahim Videos an dessen Wohnort auf Social Media veröffentlicht. Nee. Oder jemand anders? Leute Nein. von dir? Auch nicht. Ich war bei ihm in der Nähe in der Straße, aber ich habe nicht seine Nummer. Rein zufällig? Nee, nicht rein zufällig. Aber das ist ja schon an öffentlich nicht rein zufällig. Ja, ja, aber du weißt nicht die Geschichte Nein, von dem, oder? Weiß ich nicht. Aber okay, ich weiß, guck mal, du sagst ja gerade... Also jetzt gerade wirkt es nicht, dass Ibrahim Leute an den Pranger stellen möchte, sondern dass Charo Ibrahim an den Pranger stellen möchte. Ja? Zabran, du hast mich nach dem Typ gefragt, ich erzähle dir. Oder? Bitte. So macht man das in einem Dialog. Bitte. Dieser junge Mann hat viele Leute, wie du jetzt sagen würdest, ein bisschen getriggert, ein bisschen in die Irre geführt. Die haben mich geschrieben, bitte rede mit ihm, bitte warne uns vor dem, bitte sag, was ist mit dem. Da habe ich überall versucht, an seine Daten zu kommen, um mit dem zu reden. Hat nicht geklappt. Mhm. Dann hat mich einer kontaktiert, der hat gesagt, schau mal, dieser Junge, hin und her, da ist seine Adresse, da ist seine Nummer. Mhm. Du hast ja nach dem gesucht. Gut. Da bin ich da hingegangen, habe ein Video gemacht und habe dann sowas gesagt, wie ich kannte damals nicht seine Adresse, jetzt kennen wir sie und ihm ist immer noch nichts passiert, weil er hat ja gesagt, wir würden ihn suchen, wir wollen ihn töten. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Ja, hier ist überhaupt nichts, wir kennen jetzt seine Adresse und er ist immer noch in Ruhe und Frieden und das war die Sache. Ein paar Leute haben das ein bisschen hochgepusht, aber so viel wollen wir jetzt auch nicht dazu sagen, weil da läuft ein Verfahren, aber weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem eine indirekte Bedrohung. Naja, alles gut. Warum wurdest du vom Verfassungsschutz beobachtet oder warum bist du immer noch bewacht? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Weißt du es? Nein. Arbeitest du mit denen zusammen? Nein. Aber könntest du einfach sagen, dass der Umzug von München nach Gelsenkirchen vielleicht was damit zu tun hat? Nee, weil der war jetzt erst vor ein paar Monaten und beobachtet werden wir schon ein bisschen länger. Wir müssen ihn beobachten. Er ist aus München raus. Er wohnt jetzt in Gelsenkirchen. Oh nein, Mayday, er wohnt in Gelsenkirchen, nein. Also, guck mal, laut meiner Recherchen,
laut meiner Recherchen hast du mindestens einmal... Dann zeig mal, mies recherchiert. Jetzt, ich will wissen, laut deinen Recherchen. ...ein fremdes Telefon in München zum Telefonieren benutzt. Warum hast du nicht dein eigenes benutzt? Vielleicht habe ich das Telefon bei der Frau benutzt. Was? Oh mein Gott, der hat den Kianosch getan, Bruder. Warte. Er hat den Kianosch gemacht, Bruder. Laut meinen Recherchen hast du mindestens einmal ein fremdes Telefon in München zum Telefonieren benutzt. Warum hast du nicht dein eigenes benutzt? Vielleicht habe ich das Telefon... Was? ...bei der Frau benutzt. Nein. Meines Freundes. Also laut meiner Recherchen bist du wirklich mindestens einmal in eine Teestube, in ein Café, in ein Restaurant, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich muss dich nachhaken, reingegangen und hast nach einem Telefon gebeten zum Telefonieren. Hast du was zu verbergen? Nein. Wallah, an dem Punkt tut's gerade weh, Dreddys, gell? Es tut gerade wirklich weh, Bruder. Also, das ist ernst gemeint? Das muss auf Comedy Central laufen, Bruder, ja? Wallah, das tut gerade weh, Bruder. Hat er ihn jetzt ernsthaft gefragt, warum, laut meinen Recherchen, hast du mindestens einmal, bist du in ein Internetcafé gegangen und hast dort das Telefon benutzt. Hast du was zu verbergen? Digga, das ist South Park, Bruder. Das ist Comedy Central, Bruder. Bruder, das ist Comedy Central, Bruder. Ich schwöre, nee, das ist Comedy Central, Bruder. Okay. Woher kommen denn deine Recherchen? Ich habe meine Recherchen. Hast du was zu verbergen? Ich habe nichts zu verbergen. Dann sag doch, woher die kommen. Ich habe meine Recherchen, das verratet man ja nicht. Okay. Das ist ja das Gleiche, als wenn ich dir jetzt einen PIN-Code von meiner Bankkarte gebe. Richtig. Also, das Gleiche. Die Informationen sind hundertprozentig safe. Also, okay. Ich ja, aber was? Ich komme da gerade nicht mit, Reddit. Was ist denn da dran verwerflich? Ich habe mindestens... Also Bruder, nicht, dass Charo bei mir auch recherchiert, weil Bruder, ich habe mindestens auch einmal nicht von meinem Handy telefoniert, Bruder, ja? Wo ist denn der Ding dahinter? Weiß ich nicht, wo ist denn das Ding dahinter? Leg mir dafür meine Hand ins Feuer. Ich schwöre darauf, dass die 100% stimmt. Okay, und was ist das Problem? Nein, ist kein Problem. Ich frage mich. Also wenn ich jetzt mein Handy kein Akku hat. Also ich mach's nicht. Nein, warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Ja, bitte, wenn jetzt mein Handy kein Akku hat, ich kein Geld drauf habe. Ich es verloren habe, was auch immer, dann darf ich nicht jetzt hier in den Laden reinkommen, den netten jungen Mann fragen, darf ich kurz telefonieren? Um Gottes Willen, 100%, ich frag dich ja nicht. Ola, der arme Ibrahim, tut mir leid, Bruder. Merkt ihr, dass man, wenn man alleine so aussieht wie er und über Islam redet, was dann Leute so unterbewusst von einem denken? Weißt du, dass wenn er beispielsweise mal irgendwann in ein Café geht und ein Telefongespräch führt, denkt man direkt, olle Bruder, der ruft Leute in Somalia an, Bruder. Die machen Verhandlungen über Satellitentelefon, Bruder. Immer, Bruder, der tut mir leid, Bruder, ja. Ich schwör's dir, der tut mir leid, Cousin. Der hat bestimmt, keine Ahnung, sein Akku war leer. Der hat seinen Kollege angerufen, Bruder, lass mal gleich Warzone. Ich schworf meine Mutter, ich hab die ganze Zeit, meine Frau quatscht mich voll, ich will nur zocken. Lass mal zocken. Oder der hat gedacht, oh, gleich Marokko-Spiel. Lass mal Marokko-Spiel gucken. Ey, Digga, das ist hart, Bruder. Das ist wirklich, weiß ich nicht, fühle ich nicht so, Dreh, ist diesen Punkt, ja? Das will ich. Ja, aber du stellst das so, da hast du was zu verbergen, was? Ja. Oder machst du deine Augenbrauen so hoch, weißt du? Da, was hat das denn normal, mit Verbergen zu tun? Unangenehm, normal ist es für mich nicht. Laut meiner Recherchen, wie ich das mitbekommen habe. Alle, Bruder, ja. Bist du in diesem Café, in diesem Café reingegangen und hast nach dem Handy gefragt. Jetzt gerade, wir haben dich ja gerade begrüßt, du hast zwei Handys. Dann denke ich mir, was noch eins im Auto. Maschallah, drei Handys. Dabei, wenn drei Handys Akku leer sind, ist ja irgendwie ein bisschen... Ja, eins hat keine Karte, zwei haben keine Karte. Wallah, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es aber. Mhm. Einer hat nur eine Internetkarte, eins hat noch gar keine Karte und eins hat eine Telefonierenkarte. Mhm. Weil ich habe ein privates Handy und ein öffentliches Handy. Krank. Mhm. Ja. Bruder, heftige Recherche, Bruder, ja? Heftige Recherche, Bruder, Alter. Die war heftig, ja, die war heftig. Macht Sinn. Ja.
Wie stellst du dir dein ideales Ergebnis deiner Arbeit vor? Mein ideales Ergebnis meiner Arbeit? Ja. Wallah, wir wünschen allen Leuten nur das Beste. Eine Sache kann ich dir sagen. Mhm. Du kennst bestimmt einige Leute, die gestorben sind aus deinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, was auch immer. Allah ilhamen. Antonio. Keiner von denen ist zurückgekommen, nee, nachdem er einmal im Grab war. Absolut. Deswegen, diese Leute, ob sie Gutes gemacht haben, Schlechtes gemacht haben, Allahu alam, die wünschen sich jetzt nochmal hier zu sitzen, jetzt hier zu beten, jetzt hier gute Sachen zu tun. 100%. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich wünsche mir, dass jeder, der noch diese Chance in der Hand hat, was für sein Jenseits zu tun, dass er das macht. Ob es ein Nicht-Muslim ist, dass er Islam annimmt, ob es jemand ist, der nicht regelmäßig betet, der Alkohol trinkt, was auch immer, dass der auf sein wahres Leben sich konzentriert. Weil wie Allah sagt, oder wie Allah es nennt, das richtige, wahre Leben ist das Leben nach dem Tod. Hier bist du 100 Jahre, dort bist guck mal, du unendlich. Diese Worte, ne, dass die auch gerade wirklich aus deinem Herzen kommen, ehrlich spüre ich. Ehrlich. Ich muss dir aber auch leider sagen, wirklich leider sagen, wenn ich mir dein Content anschaue, bin ich meiner Religion sehr, sehr fern. Von daher wünsche ich es mir, wirklich wünsche ich es mir vom Herzen, dass du die Art und Weise von deinem Content änderst oder überarbeitest. Ehrlich, weil das ist gut, wirklich erschreckend. Wirklich erschreckend, weil guck mal, du hast ja selber gesehen, dass ein junger Mann seine Ausbildung abbricht, der steht jetzt im gesellschaftlichen Abseits. Was kann mit dem Mann passieren? Bruder, ich kann einfach nicht ruhig sein. Und es geht wirklich nicht um Ibrahim. Ich kenne ihn gar nicht, Bruder. Ich habe 1-2 Videos von ihm gesehen. Aber Bruder, mir tut's weh, weil ich das Gefühl habe, dass Charo einfach unsere Religion gerade so, keine Ahnung, Bruder, ja? Was macht der da, Bruder, ja? Ich küsse dein Auge, Alter, ja? Passiert. Okay, darf ich dir dazu was sagen? Nein, ich lass dich ausreden. Was kann mit diesem Mann alles passieren? Der könnte in irgendwelche ekelhaften, radikalen Finger reinkommen. Der könnte ins Milieu reinraten. Also, es sind nicht schöne Dinge. Weißt du, wie ich meine? Die leider aufgrund deiner Arbeit zurückzuführen sind. Deswegen wünsche ich es mir vom Herzen. Jetzt hast du das letzte Wort. Ich sag was dazu, aber nicht rausschneiden, ja? Nein, bitte. Gut. Die erste Sache, Bruder. Das ist deine persönliche Meinung, aber die meisten Leute auf der Straße, die weiter weg von Allah waren, die kommen zu mir und sagen, durch deinen Content praktizieren wir jetzt Islam. Und wie viele Leute bei uns haben bis zu 10 Leute am Tag Islam angenommen, über unsere Seite. Weißt du, wie ich meine? Und Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und wie du gesehen hast, die Shababs auch, die begrüßen uns auf der Straße, weißt du, ich meine, in der Moschee, dieser nette junge Mann, alle, verstehst du? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, du sagst mir jetzt, durch meinen Content hat er seine Bäckereiausbildung abgebrochen. Und dann machst du Videos mit Rappern und durch die Rapper, ja, in Deutschland, durch die ihre Musik, die Leute finden es cool, Drogen zu... Wallah, subhanallah. Ich habe wegen Rap meine Ausbildung abgebrochen. Wallah, hier steht das Beispiel. Ich habe damals wegen Rap meine Ausbildung abgebrochen, ja. Ja, ich schwör's euch, ich habe wegen Rap damals meine Ausbildung abgebrochen. Ich war bei der Bahn und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ist mir eh scheißegal, ich werd Rapper. Und die Leute haben gesagt, ja, du wirst Rapper, ja, du wirst Rapper. Zu verkaufen, Frauen zu schlagen, Leute zu vergewaltigen, Leute wegen irgendwelchen kriminellen Sachen abzuknallen. Und denen hast du das nicht so, die hast du nicht an den Pranger gestellt, wie du sagen würdest, weißt du, also, was ich meine? Wenn du deswegen, meine Chance, guck mal, Sabran, nein, Sabran, bitte, okay. Du darfst ja nochmal okay, reden. Okay. Deswegen, welches Content jetzt die Leute mehr vom Islam wegbringt, ich weiß nicht, das musst du halt dann mal, da sagen wir mal. Beide gemeinsam nach Mekka und eine Fatwa holen, von irgendwoßen. Ja. Also, Charo will jetzt mit Ibrahim nach Mekka und ein Urteil holen, ob der Content Rap oder der Content, den Ibrahim macht, welcher Content, also Rap-Content oder Ibrahims Content, welcher die Leute mehr vom Islam wegholt? Krank. Das können wir ja machen, ja? Ganz kurz. Zu meinen Künstlern, ich hatte vor kurzem das Fernsehen bei mir zu Hause gehabt, die haben mir auch die Frage gestellt, wie kannst du das vereinbaren, dass ich die Künstler bei mir habe? Ich mache immer ganz klar, stelle ich meinen Standpunkt klar, was ich von der Sache halte.
wenn ich jetzt diesen Menschen, die eh irgendwo schon ein bisschen verloren sind, auch noch mal den Rücken kehre, wen sollen sie dann zuhören? Also einige namenhafte Rapper haben, die kenne ich auch persönlich, die hören mir zu zum Beispiel. Ja. Maschallah, sehr schön. Ja. Sehr schön. Also, aber auch noch mal, um auf deine Sache zurückzukommen, ja. Du sagst, du kriegst viel positiven Zuspruch. Das sieht man, was man aber auch nicht sieht, die viele verbrannte Erde. Und glaub mir, ich sag's dir als Glaubensbrüder und vom Herzen, ja, es ist nicht an den Pranger stellen oder nicht in eine Ecke so da. Dieses Format geht darum, dass wir uns irgendwie alle ein bisschen näher kommen. Ja, sei es eine militante Veganerin, sei es ein behämmerter Nazi oder ein Scheich, der ein bisschen anders denkt. Versuche ich, dass wir uns alle ein bisschen näher kommen. Und leider, ich habe mich jetzt wiederholt, den Faden verloren. Ich finde, wie gesagt, dein Content, wenn ich da drauf blicke, sehe ich mich sehr fern vom Islam. Du siehst dich fern vom Islam? Dein Content sehe ich sehr fern. Es erschreckt ab. Es schreckt wirklich sehr, sehr ab. Und das ist deine persönliche Meinung? Meine persönliche Einschätzung. Ja. Um das aus meiner Perspektive zu sagen, als Nicht-Muslim, ich habe mich mit sehr, sehr vielen Menschen über den Islam unterhalten. Und viele haben auch versucht, mir den Islam näher zu bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es schreckt ab, weil es wirkt so nach außen. Vielleicht ist das nicht dein Ziel, aber es wirkt so, als würdest du den Islam darauf beschränken, was darf man und was darf man nicht. Das ist meine Meinung. Ist nicht nur schwarz. Meine Wahrnehmung, weißt du? Das ist eine schöne Aussage auf jeden Fall. Aber wir haben ja verschiedene, wie du auch verschiedene Formate hast, wir haben auch verschiedene Formate. Ja. Ich habe auch ganz andere Sachen. Also die meisten meiner Vorträge, das sind ja einstündige Vorträge, wo es um gewisse Themen geht. Aber das war halt ein Motiv, sagen wir mal, was der Bruder hier aufgezogen hat für TikTok, wo das noch, eine Minute ging. Fragen, Antworten, was ist Haram, was ist Halal? Weil, wie die Gelehrten sagen, لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. Verstehst du das auf Arabisch? Also für jeden Platz gibt es eine gewisse passende Aussage. Das heißt, TikTok ist nicht der Ort, wo man eine Stunde lang über tiefgründige Themen redet. TikTok ist einer, der möchte jetzt wissen, hey Leute, ist diese Scheiße... Warum gehst du dann bitte auf Schweinfurt ein? Einer will wissen, ist Shawarma gut oder gesund oder ungesund? Dann sagst du, nein Leute, das ist ungesund oder das ist gesund. Aber ein anderer, der will eine halbe Stunde Coaching über Ernährung hören. Verstehst du, was ich meine? Das kommt auf das Format drauf an. Wenn ich als Muslim deine Frage sehe, darf man in Schweinfurt leben? In Schweinfurt leben ist in Schala nicht verboten. Und du als Scheich, ja, der sitzt und du auf diese Frage ernsthaft eingehst, ich pack mich am Kopf. Gut, du Scheiße, das ist eine sehr vertretbare Meinung auf jeden Fall. Aber das ist von ungefähr 10.000 Videos, haben wir so 20, 30 Videos. Das sind leider aber die Videos, die viral gehen. Also es sind auch viele andere viral gegangen. Aber, okay. Weißt du, das war eben dafür da, um auch Leute aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht so praktizieren, sondern es hat geklappt. Wie gesagt, viele Leute haben Islam angenommen, viele Leute sind zum Islam zurückgekommen. Und das ist das Ziel. Weißt du, ich meine, ob ich persönlich jetzt diese Fragen so gut finde oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Weißt du, ich meine, das ist ja nicht nur alleine ich, der diesen Kanal verwaltet oder der Kopf davon ist. Ja. Also, extremistische Züge, wenn man beantwortet, es sind Schweinfurt Leben verboten. Nein, ist nicht verboten, du Extremist. Ich fand diese Fragen zum Beispiel wie du nicht so gut, weißt du, ich meine. Aber wenn der das aus Marketing-Sicht sagt, das ist besser, damit Leute zum Islam kommen oder zu der islamischen Seite sich dafür interessieren, das ist auch Humor, die eigentlich nichts mit Islam zu tun haben, dann stelle ich meine eigenen Ansichten, meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurück, damit manchmal, das Ziel erreicht manchmal wird. Manchmal sind Klicks nicht alles. Ja, auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Ja, ganz klar. Tamam. Ich bedanke mich für das Dialog. Ja, ich habe dir meine Wünsche geäußert. Ich bedanke mich auch für das Dialog. Was aus der Zukunft wird, schauen wir nochmal. Euch bedanke ich, Leute, fürs Zuschauen. Lasst uns bitte Liebe da. Wir haben immer noch herausgefunden, dass 75% unserer Zuschauer unser Channel nicht abonniert haben. Frag mich wieso, Bruder. Wir bräuchten da eure tatkräftige Unterstützung. Es kostet euch nichts. Macht bitte das Abo weg. Bis zum nächsten Mal. Ich finde, der Gespräch war gut und das Dialog war auch gut. All in all, Dreddies, ich bin für Frieden. Lasst Frieden unter jedem Menschen.
Und ich finde es schade, Bruder, so, dass man da versucht hat, ihn so ein bisschen komisch darzustellen. Aber ich finde es voll erstaunlich, wie ruhig er geblieben ist und wie viel Geduld er bewahrt hat. Ich, für meinen Teil, ich wäre aufgestanden. Ah, es geht noch weiter. Ich wäre aufgestanden und ich wäre gegangen, sage ich euch ehrlich. Also Freunde, wieder schauen, reingehauen. Ja, guck mal, du hast gerade gesagt, es gibt für alles seinen Platz. Und für dieses TikTok halt diese Orte, diese kurzen Sachen zu machen, ne? Aber dir ist doch auch bewusst, dass Leute nicht so breit gefächert unterwegs sind. Das heißt, es gibt ja viele Jugendliche, eine ganze Generation, die holt sich ihr ganzes Wissen, ihre ganze soziale Welt findet nur auf TikTok statt. Ja. Und deswegen wird dann durch deine Arbeit für diese Person, für diese jungen, unerfahrenen Menschen, dein Glaube, der Islam, eben genau auf das reduziert, was du da machst. Und weißt du, woran ich das sehe? Ich sehe das als Außenstehender. Ich sehe das an Kommentaren unter Videos, an Kommentaren unter Fotos. Junge Menschen, vermutlich sind die noch nicht mal 16, die haben nichts Besseres zu tun, als tagtäglich im Internet zu kommentieren, warum machst du dies, das haram, warum machst du so, Allah möge dich recht leiten, dies, das. Aber in meinen Augen, ganz ehrlich, als Außenstehender, ist das Fitna. Warst du sogar Fachbegriffe drauf. Ist so. Das liegt für mich so, weißt du? Und das ist ja auch kein Fachbegriff mehr, das ist ja heute, unsere Kulturen sind ja verschmolzen. Das ist ja unsere Sprache auf der Straße. Das sagen auch Deutsche, verstehst du? Ja, mittlerweile, ja. Und deswegen ist deine Verantwortung da viel größer. Und du kannst nicht einfach sagen, ich habe dieses soziale Netzwerk und da mache ich das und das andere das. Auf YouTube gucken dir ganz andere Leute zu. Also, das war's mit dem Video.